Ich glaube, in diesem Stück Bernstein ist Pokémon-DNA enthalten. Es wäre grandios, wenn man daraus ein Pokémon wieder auferstehen lassen könnte. Doch meine Kollegen nehmen mich nicht ernst. Könntest du für mich etwas erledigen? Lass das im Pokémon-Labor untersuchen. Altbernstein, wo ist denn das Pokémon-Labor? Ist das da? Ist das da? Also da! Da! Nein, da wo dieser eine Typ war, der sich als Pokémon verkleidet hat, ist das das Pokémon-Labor? Ich weiß es nicht. Kalt, bisschen. Also das Getränk. Nun! Gut. Dann werde ich hier mal weiter gucken, was hier so gibt. Ich habe ein Pipi gefangen. Ist das nicht toll? So. Pipi. Fee. Süß. Ich dachte jetzt eigentlich auch, dass das ein Ballon wäre, wie Pummeluff. Größe 60 cm, Gewicht 7,5 kg. Dieses seltene Pokémon hat wegen seines Aussehens und seiner Verspieltheit viele Bewunderer. Nein. Pipi wurde auf Bits PC übertragen. Yay! Okay, das hier ist nicht das Pokémon-Labor. Aber Professor Eich ist doch nicht im Pokémon-Labor, oder? Ich weiß es doch nicht. Ich habe ein Traumato gefangen! Okay. Traumato, Hypnose. 1 Meter groß und 32,4 Kilogramm. Wenn man nett zum Traumato ist, zeigt es manchmal Träume, die es zuvor gefressen hat. Nett. Nein. Okay. Ich habe ein Fluchtseil gefunden. So, ich wollte ja probieren. Ein schärfes Pokémon verschwindet mich. Gehe immer noch davon aus, dass man für dieses Pokémon eine Pokéflöte braucht. Wenn es sowas gibt. Aber ich versuche einfach mal das Ding mit dem Zerschneider anzugreifen. Gucken, was passiert. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, treffen wir uns vor der Felshöhle dann wieder. Und dann können wir endlich mal Fortschritt machen. So. Ich bin jetzt in dem Pokémon Center vor der Felshöhle und ich wollte jetzt ganz gerne Alex tauschen gegen ein Pokémon, was Blitz erlernen kann. Weil Blitz ist halt so eine Attacke, die braucht man wirklich ein, zwei Mal im Spiel. Und die zieht auch nichts ab. Was halt beim Zerschneider so ist, beim Zerschneider, das zieht halt noch ein bisschen was ab. Aber Blitz ist halt so eine Attacke. Nee. So, ablegen. Und zwar den Alex, weil der schon ziemlich OP ist. So, Box 1 transferiert. mitnehmen. Was könnte denn ein Magnetilo zum Beispiel? Könnte wahrscheinlich Blitz machen. Carpador wahrscheinlich nicht. Pummeluff auch nicht. Mirapla, Ratz, Fratz, Habitat, Zubat. Nehme ich das Magnetilo mit. Das ist auch noch einigermaßen mit dem Level mit dabei. Vielleicht kann das ja sogar schon Blitz. Ach genau, und ich wollte noch... Habe ich irgendwas dabei, außer die VM? Ablegen. VM, die brauche ich. TM32, der Traumfresser oder was das war? Noch irgendwas? Nee. Als Bernstein. Ich weiß nicht, was das sein soll. Keine Ahnung. Also ich weiß schon, was das ist, nur ich weiß nicht, wo ich es abgeben soll. Ah, ich bin mir noch überlegen, ob ich die Box tauschen soll.
Scheiße, Mann. Tausche ich die Box oder nicht? So, Pokémon. Nee, Quatsch. Okay, Magnetino ist geschwächt. Ich dachte, das wird eigentlich direkt aufgeladen. Gut. Dann die VM. Die VM können wir so oft benutzen, wie wir wollen, meine ich mal. Deswegen, okay. Ja. Und zwar, Smetbo würde auch funktionieren. Ah, ich gebe es dem Magnetino. Könnte ich die VM direkt eigentlich auch ablegen. Dann haben wir direkt wieder Platz. Kann ja sein, dass wir ganz viele Items oder so bekommen in der Höhle. Da liegen ja gerne mal so ein paar Dinger rum. Deswegen ab auf meinen PC. Eigentlich könnte ich auch dieses Bernstein-Ding da weghauen und... egal. Wo ist die VM? Da ist die VM. Gibt es eigentlich... unendlich Speicherplatz bei den ganzen VMs und also auf Items Lager genügt. So, ich freue mich schon ein bisschen, weil jetzt kommt hier was Neues, was mir sehr unbekannt ist. Es ist so dunkel. Vor allem bei Gold sieht man nichts. Da sieht man noch nicht mehr diese kleinen Berge, die da sind. Oh, das ist ja geil. Das ist ja mega cool. Das ist sogar das Menü ist sogar dunkel. So, Magnetino, hau mal raus. Yay. Okay. Direkt ein Kampf. Neues Pokémon? Nein, ein Zubat. Level 17. Okay. Los. Ah, ich bin so gespannt, was jetzt kommt alles. Oh. Oh ne, Dennis ist verwirrt. Direkt wieder selbst treffen wahrscheinlich. Ach, Dennis. Junge. Was machst du denn? Dennis ist nicht mehr verwirrt. Nein. Das ist wieder so riesig. Ein Kleinstein. Ein Schleifstein. Ups. Nein. So, ich möchte gern tauschen. Gegen Glutexo. Ich weiß nicht, wie sich da... Ja, mach du mal ein Igel. Wie sich da, Glut... nicht sehr effektiv. Wie sieht's aus mit Zerschneider? Zerschneider? Nee. Da war Glut schon ein bisschen effektiver. Kratzer brauche ich wahrscheinlich gar nicht auszuprobieren. Das ist genau bestimmt das gleiche wie Zerschneider. Deswegen machen wir nochmal Glut und hoffen, dass das Ding hinüber ist. Nein, natürlich nicht. Aber besser als Elektro-Gedöns. Weil ich glaube, Elektro sagt er direkt, nö, geht nicht. Ja, kriegt Dennis ein bisschen Glutexo noch. Ja. Nee, kein Kleinstein. Dankeschön. Alles nur keine Stein-Pokémon. Oder ein Onix könnte kommen, was ich mir dann fangen kann. Habe ich nicht? Nee, ich glaube nicht, dass ich einen Onix habe. So, haben wir gleich schon wieder einen Kampf gegen so einen Heini. Hyopai. Ich muss mir unbedingt mal angewöhnen, Hyopai zu sagen, weil Hyopai ist voll das lustige Wort. So. Denn es reicht Level 23. Sehr schön. Noch drei Level, dann bist du so weit wie Alex. nur Zubats. Oh, Level 21. Los! Achso. Ich habe vor ungefähr 30 Minuten gesagt... ja, die letzte Aufnahme war ein bisschen asynchron,
weil ich am Ende synchronisiert habe, habe das halt einfach so gelassen. Weil das Problem ist bei mir, dass ich das, wenn ich lange aufnehme, zum Beispiel 3 Stunden, dann merkt man schon, dass sich da was verschiebt. Ja, und das habe ich nicht ausgebessert, weil ich keine Lust hatte. Weil da muss ich immer irgendwie durchskippen und gucken, ob ich irgendwas finde, wo ich die Melodie mitsumme. Und das finde ich oft nicht. Und da habe ich mir gedacht, komm, bei den letzten paar Videos. Also am Anfang habe ich das schon noch synchronisiert, aber dann zum Ende. Nee. So. Bei den Pokémon wollen kämpfen. Los geht's. Okay. Wer bist du denn? Ein Pokémaniac. Hat die Dame da draußen gesagt, ich habe ein paar Pokémaniacs gesehen. Ein Tragosso. Ach, das süße Pokémon. Ich mag das voll. Wie ist denn hier Donnerschock? Keine Wirkung. Ja. Gut. Dann nehmen wir mal Lars. Was mal Ruckzuckieb. Ist auch nicht so gut. Dann machst du mal Windstoß. Auch nicht so gut. Aber solange du einen roten Schlag machst, ist mir das ziemlich kacken egal. Kopfnuss. Ich glaube, Windstoß ist ein bisschen besser als Ruckzuckhieb. Ich muss überlegen, ob ich schon mal rausgehe, meine Pokémon heilen lassen soll. Ah, dann noch ein Fleckmon. Ich habe schon wieder vergessen, wie das Pokémon heißt, wenn es sich entwickelt. Also nicht entwickelt, sondern wenn dieses komische Muschelding da an deinem Schwanz hängt. Ach komm, der Dave, genau, der kann auch mal was machen. Ich glaube, hier ist der Karateschlag ganz gut, oder? Konfusion. Oh! Was ist denn hier Kratzfurie? Nicht so gut. Okay. Du bist tot? Ja. Ich werde gleich meine Pokémon nochmal heilen lassen. Mach mal hier erstmal Schlafpuder. Hat keine Wirkung, war ja klar. Aussetzer auf Tackle. Ja, ist okay. Das Bettbo wird nicht mehr blockiert. Reicht das? Nee. Tackle? Oh, ich will jetzt hier nicht sterben, ey. Giftpuder? Ja, wenigstens vergiftet. Das ist schon mal schön. Tackle. Der Tackle war nicht so geil. Mann. Ah, nee, Schlafpuder hatte keine Wirkung. Das war, glaube ich, besser als Tackle, ja. Aussetzer auf was? Tackle. Gift. Tod? Nein. Dann machen wir nochmal Konfusion. Oh, was ein Kampf, ey. Und immer mit Ankündigung. Game over. Ach, danke schön, ey. Ohne Kampf noch rausgekommen. So. Jetzt müssen wir hier noch mal heilen. Ich glaube, das war nicht so gut, dass ich den Alex weggegeben habe. Ich würde mal gerne jetzt wissen, ob das so bleibt, wie es bleibt. Hell in der Höhle. Ob wir das nur einmal machen müssen. Oder ob wir das jetzt jedes Mal machen müssen, wenn wir in die Höhle reinkommen.
Warum stehen die da überhaupt im Dunkeln rum? Fällt mir gerade mal auf. Im Dunkeln ist gut munkeln. Wisst ihr Bescheid? Okay. Pokémon.